Da sehen wir übrigens die Festung, in die wir einbrechen müssen. Diese von Wilhelm. Ist Wilhelm unser Ziel? Ich weiß das gerade gar nicht so genau. Und so klettert er natürlich perfekt hier hoch. Jo. Haben wir auch die nächste Flagge. Und können uns jetzt... Boah, ist das eine Aussicht. Es ist wirklich... Die Aussicht ist echt genial. Das ist auch eins der Highlights von Assassin's Creed. An so einem hohen Punkt zu sein. Es ist einfach unglaublich. Okay, die Kirche sieht jetzt nicht allzu doll aus. Aber man kann wirklich die ganze Stadt überblicken. Und das finde ich faszinierend. Ich finde das faszinierend. Weil sonst hat man immer das Gefühl, dass man nur... Wow. In seinen eigenen... Detail so sind, ist. So, und ich würde sagen, wir wagen uns an dem Abstieg. Boah, das ist so ekelig. Man fliegt einfach so lange. So, was? Hallo. Was? Ach genau, die Befragung wollte ich jetzt machen. Was wollt ihr von mir? Geld, gib mir all dein Geld. Wilhelm von Montferrat hat eine toll. Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Erhebt euch, Freunde! Lasst euch nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines wackelmütigen Königs! Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist! Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat! Oh, es geht schon los. Ich wollte gerade auf mein Handy gucken. Gut, werden wir diesem Büschken folgen, der auch von hinten aussieht wie eine Frau. Kaufmann? Nein, also geht! Wird. Ich wünsche nicht, gestört zu werden. Ja, ich mach doch gar nichts. Ich dachte jetzt, der bleibt da die ganze Zeit stehen und geht nicht weiter. Wir sehen, wir haben hier mal wieder so eine tolle Stellung von Gangstern. Also diese dicken, hässlichen Büschken. Die werden uns auch verprügeln. Ihr geht jetzt besser. Und ich würde sagen, wir können anfangen. Soll ich etwa euch lecken mit geschlossenen Augen? Halt! Genug! Genug! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es! Nehmt es und verschwindet! Ich bin nicht auf Gold aus. Nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Gute Reise. Das ist furchtbar. So, wir wollen ihn wieder bestehlen. Aber der lässt sich gerade nicht bestehlen, wegen der Leiche, die da liegt. Nun gut, dann greifen wir nach der Flagge, die hier ist. Machen nochmal einen kurzen Stopp. Weiter geht es, aber auch nicht mehr allzu lange, weil ich gleich noch Besuch kriegen werde. Mal gucken, was ich in der Zeit noch schaffe. Aber ich denke mal, das ist auch nicht allzu schlimm, wenn ich mal ein Attentat nicht sofort an einem Stück LP. Jetzt muss ich eben, ist ja eh gerade eingefroren, meinen Stift finden. So, dann wollen wir mal sehen, was wir hier noch haben. Wir haben hier gar nichts. Ist ja alles dann hier. Wir haben aber erst auch zwei Missionen. Dann ist ja nur hier eine Mission, hier und da. Und noch irgendwo eine. Wo wir aber schon mal hier sind. Soll hier eine Flagge sein? Nee, Quatsch. Boah, ey. Ich komme auf die Karte nicht klar. Hier. Doch, doch, hier. Alles gut. Wollen wir die Karte einfach mal suchen. Die Karte, was ich... Ich glaube, es ist aber auch besser so, wenn das LP gleich nicht weitergeht. Denn ich muss gestehen, ich rede ein bisschen wirr. Steht hier einfach so eine Flagge auf dem Weg. Kann nicht bei Verstand sein. Na gut. Haben wir die Flagge halt eingesammelt. Gehen wir hier weiter hoch.
Jo, um den Bürger halt zu retten. 8 von 34. Uch, da war eine Frau. Uch. Was mache ich denn? Ich renne in die falsche Richtung. Aber jetzt kommen wir jetzt auf einen tollen Hinterhof anscheinend. Der sehr vertraulich. Das ist das Nobelviertel. Das sieht einfach aus wie das letzte Drecksloch. Warum er das jetzt gemacht hat, will ich gar nicht kommentieren. Ich weiß nur, dass ich in die falsche Richtung laufe. Das war sehr unauffällig, das muss man mal sagen. Ach, ich befürchte, wir müssen auf die andere Seite. Er wird jemanden verletzen. Wie achtlos kann man denn sein? Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Oh. Er scheint vor etwas zu fliehen. Eigentlich sollte man hier nicht so herumrennen. Ich finde sie nicht. Man muss doch irgendwie zu Fuß dahin kommen. Wie achtlos kann man denn sein? Was er wohl vorhat? Wovor flüchtet er nicht? Gut, wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir... wir sind einmal im Kreis gelaufen, das ist schön. So. Ich weiß nicht, warum ich angegriffen werde. Ich würde sagen, ich handle gerade aus... aus... Oh. Aus Selbstschutz. Aber wir haben immerhin das Ziel gefunden. Aber wir haben wenigstens unser Ziel endlich gefunden. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Ja, ja, macht nichts. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. 3 von 9 Bürgern im Nobelviertel von Akon gerettet. Wie schön. Ich muss gerade mal gucken, wo wir sind. Ich habe keinen Plan. Da hinten ist eine Flagge. Okay. Nicht näher. So rettet man seinen Arsch übrigens. Also, dass man nicht in einem Sturz... Ihr dürft nicht passieren. Ups. Hey. Triff doch mal gefälligst beim nächsten Mal. Oh, das Näschen juckt. So, da haben wir den nächsten Aussichtspunkt auch schon gemacht. Wir haben direkt vor der Nase eine Flagge. 5 von 11, das ist ja nicht viel. So, haben... Ach, das sind Templer-Flaggen, die wir sogar einsammeln gerade. Das ist ja spannend. So, jetzt haben wir noch hier eine Flagge. Ungefähr. Jo, ungefähr hier. Gehen einfach mal deswegen weiter. Und da haben wir sie auch schon. Direkt vor der Nase sitzen. So. Und hier würde ich sagen, ich mache einfach mal einen Cut. Ich weiß, sie haben nicht viel geschafft. Wir haben noch sehr viel zu erledigen. Aber es ist auch, man merkt, glaube ich, auch, dass ich ein bisschen unkonzentriert gerade wirke. Und das sind sehr schlechte Voraussetzungen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed. Tschüss! Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, da wir das Spiel neu geöffnet haben gerade, landen wir wieder an unserem gewohnten Startpunkt
alle Wachen sind, glaube ich, wieder resettet somit. Und wir müssen erstmal wieder in den Nobelbezirk eindringen, was aber relativ fix gehen sollte. Hier haben wir eine Informationsherausforderung, ein Attentat. Ich würde sagen, dass das am nächsten ist, werden wir das einfach auch als nächstes. Ja, ne? Machen. So. Darum seid ihr ja auf Sowjet gekommen. Hier scheint es aber eilig zu haben. Gehen wir jetzt mal hier hin. Vermannten Herausforderung. Oh, der steht dahinter. Okay, fangen wir einfach an, mit ihm zu reden. Hallo. Bei Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Ja, eliminieren Sie heimlich alle Ziele und melden Sie sich wieder beim Informanten, ohne entdeckt zu werden. Jo, probieren wir das Ganze doch mal. Da hinten ist schon unser Ziel. Ich hasse es. Aber er läuft mir ja relativ gut in die Arme. Sind hier irgendwelche Wachen? So, da flüchten wir mal ganz fix. Und versuchen, das nächste Ziel zu finden. Allerdings laufen wir auch nicht sehr geschickt, glaube ich. Aber über Dächer momentan ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ey, wohin muss ich denn? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Mich deucht, wir laufen im Kreis. Und mich deucht, dass der Kerl hinter uns läuft. Boah, ey, der rennt echt vor uns weg. Ah, ich hab ihn gesehen, glaube ich. Schnell. So. Vielleicht habe ich das ein bisschen zu aufmerksam gemacht. Hä? So, ich weiß, wir rennen gerade vollkommen in die andere Richtung. Aber wir müssen eh in diesen Gang. Er wird spät dran sein. Okay, laufen wir mal liebevoll. Ich weiß, ich habe das zu hektisch gemacht. Ich hätte das ein bisschen unauffälliger machen müssen. Einfach indem ich langsam laufe und nicht draufspringe wie eine Irre. Aber irgendwie wollte ich das Attentat vorüber haben. War vielleicht nicht ganz so geschickt, aber es hat ja geglückt. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Na toll, wieder ein Framer. Wenn die Tore der Zitadelle geschlossen werden, sind die Mauern der einzige Weg nach draußen. Ja, das ist ja supi. Beim ersten Anzeichen von Ärger werden die Tore der Zitadelle geschlossen. Wenn das passiert, kann ich nur die Mauer der Festung herunterklettern. Und das wäre am besten hier. Okay, ja, das ist aber ganz fix. Wir gehen ja hier rein. Hier ist das Ziel, hier müssen wir wieder raus. Das sollte eigentlich machbar sein. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach da, denn hier ist noch eine Flagge und dann würde ich den Aussichtspunkt machen. Da oben ist sie ja. Dreck gefunden. Aber nachdem wir ja die 100 Flaggen im Königreich gefunden haben, sollten diese Flaggen in der Stadt wirklich ein Klack sein.
So, jetzt, ups. Peilen wir mal den Aussichtspunkt an. So, ganz fix. Nur leider ist die Leiche runtergefallen. Das ist jetzt nicht so cool eigentlich. Aber nun gut, und hier soll auch irgendwo eine Flagge sein bei dem Aussichtspunkt. Ach, da unten liegt sie, ja. Das ist ja super. Dann haben wir direkt zwei Sachen auf einmal. Und können direkt auch den nächsten Bürger mal retten. Ich weiß gar nicht, wie viele Bürger wir schon gerettet haben. Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen! Aus dem Weg! Du Heide! Jetzt wirst du sterben! So! Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet! Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren! Was für ein Opfer? Achso, dass wir die Leute umgebracht haben? Er kam einfach aus der Wand, der Partisan. Die haben übrigens die Flagge noch eingesammelt, deswegen gibt es ja auch, glaube ich, gerade einen Farbflash. Würde ich einfach mal so spontan behaupten. Hier ist noch eine Flagge, die kann man ja auch direkt einsammeln. So, wir haben, glaube ich, jetzt haben wir die. Also es wirkte so, als hätten wir sie geklaut. Ja, sie haben auch alle Messer erhalten, die wir benötigen. Ja. Das kann der anscheinend nicht. Ach, immer diese Wände, wo man nicht hochkommt. Und als Assassine kann man eigentlich fast überall hochklettern. Das ist dann echt immer ungewohnt, wenn man plötzlich ein Hindernis vor sich hat. Ha! Da ist die Flagge. So. Was machen wir jetzt? Wir haben hier noch zwei Bürger zu retten. Dann würde ich sagen, wir gehen hier hin. Also erstmal dahin, da ist nämlich die nächste Flagge, retten dann den nächsten Bürger. Huch, was war das für eine komische Bewegung? Wir brauchen nur noch 20 Flaggen. Ehrender Dieb, du wirst sterben. Liebe gehören gehängt. So, Flagge. Flagge, da ist sie. Wird unsere tapferen Recken zum Sieg führen. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Was willst du? Blut. Vorsicht jetzt. Höre den Zorn Gottes. Wir haben ihn jetzt tatsächlich mit einem Wurfmesser getötet. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber man sieht, ich verliere halt auch voll viele. Ich verliere halt auch voll viele Wurfmesser. Einfach indem er plötzlich wirft, als wenn ich gar nicht werfen möchte. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ich habe irgendwie einen kleinen Tumult erzeugt, den ich gar nicht erzeugen wollte. Mein Gott. Nächsten Bürger retten. Oh, wir können in die Nische hier rein. Du bist kein Mensch. Dein Gott hat dich verlassen. Haltet ein, bitte. Ist das die Leiche, die ich... Oh, das ist bestimmt irgendeine Dachleiche. Wir können tun, was immer wir wollen. An dir, wir brauchen nicht sterben. Wir müssen mal auf das Schwert eben zurückgreifen. Das ist immer die schönste Kontersituation, einfach aufgrund dessen, dass ich... Ey, diese sind so... Die sind genauso schlimm wie Templer mittlerweile. So.
tapfer. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Da haben wir auch direkt die Flagge mit eingesammelt. Wir müssen jetzt noch den Aussichtspunkt hier machen. So, und ich habe mich gerade entschlossen, es weiter zu klettern, wenn die Perspektive nicht mehr auf den Dingsbums-Dingen lag.